Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Project Ozone 2 Kappa Mode. So, die Mob-Farm ist am Laufen. Da werde ich auch wahrscheinlich gleich noch ein paar Drawer anschießen müssen. Die läuft nämlich jetzt seit einer Minute. Wir haben schon 91 Munitionszins, eine Enderperle. Es liegt immer noch Zeug drin. Da habe ich mal geschaut, dann müssen wir irgendwann nochmal hoch und hier die Creeper und sowas töten. Aber ihr seht, das läuft wie Schmitz Katze. So, dann würde ich sagen, Auto 7 brauchen wir erstmal ein Automatic Sieve. Schauen wir uns das einmal an. Da brauchen wir Electrum Gear, Inver und Silk Mesh. Electrum Gear, das könnten wir schon mal vorbereiten. Das ist pro Gear 2 Gold, also 6 Gold und wo haben wir 6 Silber. Oh, da haben wir aber wenig von. Zack und zack. Machen wir einmal kurz so. So, ich hätte vielleicht was trinken sollen. Das mache ich jetzt mal ganz fest zwischendurch. Ich bitte jetzt mal ganz schnell zu entschuldigen. Okay. Dann können wir den Rest mal vorbereiten. Wir brauchen dafür die Siebe noch, wie gesagt, Inver. Haben wir hier. Sogar 12 sind ausreichend. Da machen wir nochmal gerade so. Eins, zwei, drei. Wir haben 3 über. Und wir brauchen 27 Strings. So. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Electrum Gears. Entschuldigung. Die können wir eigentlich jetzt gerade noch hier abwarten. 2 und 3. Und die Automatic Sieves sind fertig. So, 3 Stück. So, würde ich sagen. Setzen wir die erstmal hier so hin. Wir werden wahrscheinlich gleich noch was anderes aufbauen müssen zwischendurch. Aber naja. Wir brauchen auch noch Fortune und Speed Upgrades. Können wir die gerade machen? Upgrade? Okay, das war ein bisschen schlau. Da. Fortune Upgrade. Boah, das geht. Speed. Playoff, hier brauchen wir Sulfur. Mach mal später. Wir brauchen jetzt noch 3 Auto. Nee. 3, 6. Wir brauchen noch 8 Automatic Hammer. Das heißt, wir brauchen 8 Anvils. Das sind 7. Das sind. Nee, Moment. 8 mal 3 ist 24. 7. 14. 21. Ich hoffe, das wird reichen. So. Ich meine, Eisen kriegen wir ja relativ schnell wieder. So ist es nicht. Was können wir währenddessen machen? Wir können die 8 Weighted Pressure Plates machen.
Die haben wir. Wir brauchen davon 16. Alleine, weil wir ja schon 8 wieder hiervon brauchen. Und ich habe wieder viel zu viel genommen. Aber Redstone haben wir ja noch auf Vorrat, ne? Ist ja alles kein Thema. Komm, die brauchen wir mal schnell hier. Lava muss ich auch noch nachfüllen. Was aber eigentlich kein Thema sein sollte. Ja. Ich brauche dann nochmal ein halbes Stack, oder? Nee. Zack, zack. 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 Das kann weg. Boah, ich bin gerade so ein bisschen durch den Wind. Nee, das habe ich hier reingepackt. Also wenn das heute nicht so perfekt ist, auch wenn das nie so wirklich ist, bin ich das heute mal zu entschuldigen. Aber es ist heute was vorgefallen, was mich dann doch ein bisschen sehr, sehr verärgert hat. Und ich wollte eigentlich nur was aufnehmen zum Entspannen, zum Runterkommen. Ich kann dabei am besten entspannen. Ich hoffe, man kann dem mal verzeihen. So. 18 Block of Iron sind fertig. Ich weiß nicht, was ich wieder ausgerechnet habe, aber etwas Schwachsinn. So, nur noch 2 Anvils und wir haben es. Gereicht, ne? Ich habe auch gestern mal angefangen, Dragon Ball Super zu schauen. Ich habe jetzt Dragon Ball Z zu Hause immer mal schon angeschaut. Also Dragon Ball Z komplett durch, muss sagen. Gefällt mir. Dragon Ball Super lässt da nicht lange warten, ne? So. Ich bin mal gespannt, wie das so noch weitergehen wird. Auf jeden Fall, die Hammer haben wir. Und ich nehme jetzt mal bewusst so ein Stack Kobbel mit. Weil ich generell so ein bisschen jetzt schon mal vorbauen möchte. Machen wir hier 1, 2, 3. Da können die hier sogar schon hier hin. Kommen hier noch Blöcke hin. Und die hier. Und dann brauchen wir noch eine Energieproduktion. Die könnten wir eigentlich hier hinpacken. Die können wir jetzt mal in Angriff nehmen. So, ich würde sagen, wir gehen auf Lava. Also ein Lava Generator ist in Anführungszeichen nicht teuer. Ich würde sagen, dafür machen wir aber erstmal Crucibles. Oder anders angefangen. Wir machen erstmal 4 Uranium zu Nuclear Bombs. Was fehlt da noch? Sand. Zack, 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 zack.
1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und so. Nuklear Bomb. Sehr schön. Eigentlich könnte man das Gunpowder ja hier rüber packen, ne? Genau wie das Blaze Powder. Das kann hier hin, das kann hier hin. Blood Moon is Rising, da wird es gleich richtig abgehen. Normalerweise ist es eigentlich immer so, die Nächte, wo der Blood Moon, also der Blutmond kommt, sind selten. Hier ist es eher so, die Nächte ohne Blutmond sind selten. Reicht das vielleicht schon? 24, ne. Drei Stück und Clay über haben wir nicht, ne? Das heißt, ich brauche meinen Eimer. Einen muss ich nämlich noch machen. So. Ich freue mich schon, wenn wir das Ganze später autocraften können. Ja, richtig gehört, wir werden später Clay autocraften. So, die können wir jetzt hier reinpacken. Und ich fürchte, wir müssen jetzt langsam auf die, wir sollten jetzt schauen, dass wir Energie kriegen. Und auch die erste Maschine, damit wir Kabel kriegen. So, Crucible. Ich hoffe, dass wir das von der Lava-Produktion her erreichen. Mit den Teilen muss man echt vorsichtig sein, die können uns die gesamte Insel wegsprengen. Melting Speed 150, nicht 50, aber 250, aber das reicht auch. Die böllern die Lava einfach echt nur noch weg. Wobei ich sogar sagen würde, wir machen hier einen Abstand. Und die Fackel setze ich hier lieber eins rüber. Da würde ich vorsichtig sein, da würde ich echt vorsichtig sein. So, dann müssen wir echt mal schauen, dass wir eine Maschine machen. Okay, wir brauchen einen Alloy-Smelter und den können wir nur im QED machen. QED brauchen wir Ender Infused Obsidian, Eye of Ender, und Crafting Table und ein Diamond Edge Computational Matrix. Pass auf, wir machen das so. Alloy-Smelter, Ender Crystal. Wie werden die nochmal geschrieben? Ender Flux Crystal. Und dann ein QED. Das machen wir jetzt der Reihe nach. Das können wir echt bald mal abreißen. So, wir brauchen ein paar Enderperlen, ein bisschen Blaze Powder. Davon möchte ich mal gerade zwei machen. So, zwei QEDs. Zwei Enderflux-Crystal meinte ich, sorry. Da können wir nochmal hier rüber parken.
So, dann brauchen wir das QED noch. Da werde ich nochmal. Ich nehme jetzt mal gerade komplett raus. So, wir brauchen zwei Eye of Ender auf jeden Fall. Die machen wir als allererstes. Die haben wir. Crafting Table haben wir. Wir brauchen 5 Endern für Obsidian. Und ein Diamond Edge Computational Matrix. Ich hab's gewusst. Wir brauchen einen Computer. Sieben und sieben ergibt feiner Sand. Ja, ich weiß, der war scheiße. Der war so scheiße, da habe ich noch nicht mal hier diesen berühmten Robber gemacht. So, wir brauchen noch wie viel? Burn Quartz 16. Verdammt. Wenn wir das einfach so abbauen, kriegen wir nichts raus. Ich hab's gesehen. Das war jetzt ein bisschen verschwenderisch, aber bitteschön. Zack. Kurze Info hier. Man kann in diesem Modpack kann man nicht einfach Nether Quartz aus dem Erz kriegen. Wenn man das Erz abbaut, kriegt man auch nur das Erz an sich, auch ohne Zilktouch. Ich bin gerade ein bisschen verschnuppert. Und wir brauchen Ender Diamonds. Scheiße. Ich mache gerade so ein bisschen Sorgen um die Enderperlen, ne? Aber naja. Computer. Wie sieht das da aus? Haben wir ja vielleicht schon wieder ein paar Enderperlen. Ach du heilige Scheiße. 4 Stück. 250 Entities, Alter. Tschüss damit. Brauchen wir nicht. Ja, wir müssen dringend schauen, dass wir hier upgraden. Aber die Mobfarm funktioniert super. Das merkt man ja schon mal. Was haben wir hier drin? Oh, Weed on the Music Disc. Weed. Music Disc. Mobblut. So. Burn Quartz sollte jetzt fertig sein. Jawohl. Das haben wir. QED haben wir. Das Quasar Entanglement Device oder... Quantum Energy Device. So. Wir brauchen erstmal Machine Chassis. Dafür brauchen wir einen Basic Capacitor. Dafür brauchen wir einen Capacitor. Ich hasse dieses Modpack. Ich hasse es so sehr. So, wir brauchen... zwei... Wir brauchen 6 Redstone Ingots, also Redstone Alloy Ingots. Das heißt, wir nehmen jetzt hier Redstone. Böllern das da rum. Schmeißen das zurück. Wir brauchen Stahl. Wo haben wir es? Hier an dieser Pick Iron, dann nehmen wir mal 4 Stück. Das sollte dann auch schon bald reichen. Wo weißt du was? Wir upgraden mal gerade unseren Furnace. Den Luxus nehme ich mir dann doch nochmal. Nur ein Iron Furnace ist ja bald grauenvoll. So. Diamond Furnace.
Blub. Da, das geht doch schon schöner. Das geht doch schon viel, viel besser. So, und das Stahlzeuggelumpe hier, ne? Das müssen wir mal hier reinschmeißen. So. Das überflüssige Eisen noch abgießen. Oh, cool, das verbindet sich. Was? Das zählt als Ohr? Okay. Gut, gut. Das kommt hier rein. So. Capacitor. Kommen wir schneller ran. Wir brauchen Kupfer und Gold. Zack, zack, zack. So, jetzt brauchen wir hier nochmal 4 Gold. Ich würde hoffen, dass das jetzt von der Leistung her reicht. Müsste aber eigentlich. Wird zwar jetzt im Moment dauern. Ja, komm. In der Zwischenzeit können wir schon mal hier das restliche Zeug vorbereiten. Stahl sollte jetzt bald fertig sein. Na. 44. Super. Können wir mal bei den Kühen schauen, ob man da was ausschlachten kann. Schaf brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Heavy Brine brauchen wir nicht. Ethanol. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Fluid, Glowstone Fluid. Glowstone. Das dürfte dann das schon hier sein, oder? Nein. Energized. Doch, das ist das hier. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Liquid Blue Slime können wir behalten. Was ist das? Heavy Oil. Hier. Burn Time 25.000. Was kann man damit machen? Einfach nur Burn Time, okay. Gut. Einmal ausgemistet. Alten Glas, ja gut. Behalten wir mal. Sehr schön. So. Das ist fertig. Ein Basic Capacitor. Dann holen wir uns jetzt hier noch ein bisschen Stahl. 27 Stahl, nicht schlecht. In so kürzester Zeit. Nehmen wir mal hier ein Iron raus. Und bereiten dann auch schon mal währenddessen den Alloy-Smelter vor. Da brauchen wir nochmal 2 hiervon. Wir können ja dann schon mal das reinschmeißen. Na. 1, 2, 3, 4. Das wird verarbeitet. Das kommt da rein, das kommt da rein. Einen Cauldron. 7 Eisen. Und 3 Gold Furnaces.
Also brauchen wir nochmal. Wir müssen auf 31 Eisen hinauf. Und 24 davon. So. Sehr schön. Und sehr schön. 3 Gold Furnaces. Und ich glaube, im Englischen spricht man das dann für Nye aus, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. So, das Eisen dürfte jetzt auch schon geschmolzen sein. Gut, 2 Stahlwaren kriegen wir dann aus. Können eigentlich Steelblock machen. Lass mir das gerade. Ich will es jetzt gerade fertig kriegen. So. 1, 2, 3, 4. Das dahin. Das dahin. Das dahin. Und wir haben unsere allererste richtige Maschine so gut wie fertig. Und die Folge dann auch schon rum. Schon ein bisschen länger, merke ich gerade. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit dem Autocrafting, Autosieding. Ja, ich würde sagen, Mario schwenkt der Hut und tschüss.